Hallo zusammen, ich bin heute im Gespräch mit Sebastian Rühl. Sebastian ist Bundestrainer der Mädchen. Und Sebastian, stellen Sie doch bitte mal gleich selbst vor. Ja, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sebastian Rühl ist mein vollständiger Name. Ich bin 30 Jahre alt, inzwischen seit ein paar Wochen. Spiele auch ungefähr genauso lange Golf, wie ich jetzt inzwischen alt bin. Ich habe mit 6 das erste Mal Kontakt zum Golfsport gehabt über einen Zufall im Urlaub. Und dieser Zufall im Urlaub, der war irgendwie so ein kleiner, naja, so ein kleiner Wink mit dem Schicksal, für meine weitere Karriere. Ab da war eigentlich Golf dann nicht mehr wegzudenken. Ich bin seit einem Jahr ziemlich genau jetzt Bundestrainer der Mädchen. Ich war vorher 2 Jahre Co-Trainer von Stefan Morales, der damals noch den Mädchenkader betreut hat. Und habe davor die Zeit in der Golfschule von Oliver Heuler gearbeitet am Flesensee, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und wo ich wirklich eine sehr gute Zeit hatte, viele Grundlagen mitgenommen habe und ja, mich einfach ganz gut, glaube ich, entwickeln konnte als Golflehrer. Ja, schön. Und wie war denn eigentlich so die golferische Karriere? Also mit 6 angefangen und direkt schon bei Handicap 0 durchgestartet und direkt schon auf dem Weg zum Golflehrer? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nicht ganz, aber so ungefähr. Also ich habe durch einen Zufall im Urlaub habe ich den Kontakt zum Golfsport bekommen. Eigentlich eine ganz gute Geschichte, die ich ganz gut eigentlich erzählen könnte. Wir hatten ein Haus mit meinen Eltern zusammen. Meine Eltern haben kein Golf gespielt und wir hatten ein Haus direkt in der Nähe einer Spielbahn. Und diese Spielbahn lag so ganz leicht erhöht und man konnte vom Abschlag aus nicht sehen, wo man den Ball hingeschlagen hat. Und immer wenn die Golfer abgeschlagen haben, bin ich rausgerannt aus dem Wohnzimmer und habe die Golfbälle geklaut und bin dann wieder reingerannt ins Haus. Wir waren ungefähr, ich glaube, 2 Wochen ungefähr dort. Das war in Frankreich. Und ich hatte nach den 2 Wochen, hatte ich bestimmt 100 Golfbälle zu Hause. Oh Und dann habe nein. ich durch einen Zufall 3 englische Jungs kennengelernt, die dort auch mit ihrer Familie Urlaub gemacht haben. Und diese 3 Jungs, die waren etwas älter als ich, aber die spielten auf jeden Fall schon Golf. Und da haben mich die Eltern mitgenommen, mal auf die Driving Range, die auch dort in diesem Urlaubsgebiet lag. Und das war für mich natürlich was ganz Tolles. Die Schläger passten überhaupt nicht, weiß ich noch so ganz grob, aber irgendwie hat meine Mama auch erzählt, dass ich ab dem Tag eigentlich von nichts anderem mehr erzählt habe als von Golf. Und dann hat es einen Moment gedauert, bis ich dann nach dem Urlaub weitermachen konnte mit Golf. Aber wir waren dann zu Hause und ein benachbarter Golfclub, der zumindest in der Nähe lag, der hatte eine große Zeitungsannonce, wo drin stand, für einen relativ geringen Beitrag in Anführungszeichen, Jugendmitgliedschaft, wir wollen die Jugend mehr fördern, inklusive 2 Wochenstunden Training. Und liebe Jugendliche, seid herzlich eingeladen. Und ich habe dann damals so lange gequengelt, ich glaube, ich war dann inzwischen 7 oder 8, ich habe so lange gequengelt, bis ich da mitmachen durfte. Und ja, von da aus nahm dann die Karriere seinen Lauf. Okay, wo war das? In welchem Ort und welcher Golfclub? Ich bin geboren in Marburg und groß geworden in Wetzlar und ich habe dann im Golfclub Schloss Braunfels gespielt und bei Derek McLaren, der damals und jetzt immer noch der Head Professional im Golfclub Braunfels ist, ja, meine Grundfertigkeiten, meine ersten Schritte in Sachen Golf getan, später auch weiter betreut worden von Derek und ihm habe ich schon maßgeblich zu verdanken, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt gerade mache, denn er war so der Erste, der so die ganz große Lust auf Golf geweckt hat, der so die Leidenschaft zum Spiel auch geprägt hat. Und ja, ihm bin ich auf jeden Fall für immer sehr dankbar. Na schön. Und ab wann wussten Sie, dass Sie Golflehrer werden wollten? Das ist jetzt kein Spruch, könnte man ja denken in so einem Interview, naja, der erzählt jetzt hier irgendwie eine nette Story, aber ich glaube, so mit 9 oder 10 war klar, ich möchte gerne Golfprofi werden. Und es war auch immer klar, ich möchte ganz gerne Golflehrer werden, wobei ich inzwischen jetzt Golflehrer, ich würde mich jetzt nicht mehr als Golflehrer bezeichnen, sondern eher als Golfcoach, als Golftrainer. Aber dass ich gerne Golflehrer, Golfprofessional werden möchte, ich würde sagen mit Alter 9 oder 10. Und damals war das bei meinen Eltern so, als ich das gesagt habe, weil die beiden noch gar kein Golf spielten. Meine Mutter hat jetzt erst angefangen, mein Papa, dem schenke ich immer wieder Platzreifekurse bei mir, aber der Start ist noch ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das noch hin. Und damals haben meine Eltern gedacht, naja, das ist so eine kurze Phase, das ist so wie Feuerwehrmann und Pilot. Aber diese kurze Phase, die zog sich eigentlich mein ganzes Leben durch. Ich habe ganz früh angefangen mit 11, 12 diese Golf Digest und Golf Magazin-Hefte durchzublättern. Ich habe die Trainingstipps ausgeschnitten. Ich habe meine eigenen Unterrichtshandbücher erstellt und ich habe dann auch diese Trainingstipps immer gleich an meinen Mannschaftskameraden in Braunfels gleich ausprobiert. Und das mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Also ich habe relativ schnell gemerkt, was ging und was nicht. Und deswegen dieser Wunsch, Golflehrer zu werden, Golftrainer zu werden, ja, den hatte ich schon immer.
Kann man okay. nicht anders sagen. Und mit welchem Handicap sind Sie in das Lager der Professionals gegangen? Ja, ich habe leider selber gar nicht so gut gespielt wie meine Mädels. Ich hatte immer so um das Handicap 1, das war also das, was ich spielen konnte. Und das habe ich aber regelmäßig gespielt, das war ganz gut. Okay, wunderbar. Ja, ich sagte vorhin, Bundestrainer der Mädchen. Welche Mädchen, von welcher Altersklasse sind die? Die meisten bei mir im Kader sind 16, 17 und jetzt nächstes Jahr 18 werdend. Das heißt, Lydia Koh wäre bei Ihnen schon rausgewachsen? Wie bitte? Die Lydia Koh wäre bei Ihnen schon gar nicht erst im Kader gewesen, weil sie zu jung war? Ja, ist richtig. Ich habe aber auch jetzt Jüngere bei mir im Team, zum Beispiel die Alexandra Försterling und die Esther Henseleit, beide Jahrgang 99. Und sehr, sehr gute Spielerinnen, schon sehr klar im Kopf mit ihren Vorstellungen, was sie machen wollen. Sehr gut, was den Trainingsfleiß betrifft. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die unser Team tatkräftig auf der jungen Seite verstärken. Okay, schön. Und was ist jetzt der Arbeitsinhalt? Was machen Sie? Sind Sie ein Sondertrainer, der immer mal dazukommt, den lokalen Trainer ergänzt? Oder was macht der Bundestrainer? Ich sehe mich schon als ganz große Unterstützung der Heimtrainer. Ich habe sehr gute, ganz tolle Heimtrainerkollegen. Das wäre jetzt vielleicht etwas zu umfangreich, die alle zu nennen. Aber ich habe ganz tolle Kollegen, die mit den Spielerinnen zusammenarbeiten. Und die Art und Weise, wie professionell dort gearbeitet wird, ist einfach ganz wunderbar. Deswegen sehe ich mich da als erstmal als ganz große Unterstützung. Denn ich kann natürlich Sachen machen als Bundestrainer, auch im Rahmen des Verbandes, die natürlich dann zu Hause vielleicht in den Golfclubs, auch wenn sie noch so professionell sind, vielleicht nicht ganz so leicht durchzuführen werden. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben eine sehr enge Kooperation inzwischen mit dem Olympiastützpunkt in Heidelberg, das ist der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, wo wir also sportmedizinisch Unterstützung bieten können. Wir können dort eine Leistungsdiagnostik machen und wirklich gucken, wie gut funktionieren einzelne Muskeln und dann dem Trainer zu Hause Informationen geben, welche Schwungelemente vielleicht in Kombination mit diesen Muskelschwächen noch vielleicht irgendwie verbessert werden müssen, sodass das wirklich im Einklang mit dem Körper auch passiert, dass auf der Athletikseite gut weiter trainiert wird und auf der Technikseite. Ich kann natürlich über die internationalen Turniere und auch die internationalen Lehrgänge, die wir gemeinsam machen, kann ich natürlich sehr häufig die Mädels wirklich spielen sehen. Das heißt, ich sehe die unter höchstem Turnierdruck auf internationalen Turnieren. Und das ist natürlich für die Heimtrainer schwierig, dann bei diesen großen internationalen Turnieren dabei zu sein. Das heißt, ich kann dort gucken, wie performen die Mädels unter höchstem Druck, was sind Dinge, die vielleicht noch verbessert werden müssen und wie können wir die als nächstes angehen. Und das passiert sehr stark im Einklang, sehr stark im Team. Im Team bedeutet wirklich auch mein Co-Trainer Mario Hansch, den ich ganz klasse finde und der eine ganz tolle Arbeit macht. Ich habe einen neuen Mentaltrainer jetzt seit einem Jahr dabei, der Thomas Ritthaler aus München, der eine ganz wichtige Stütze bei uns im Team geworden ist. Und auch mit Christian Marisco jetzt, unserem neuen Athletiktrainer, der jetzt für den gesamtdeutschen Golfverband und für die Kader ja arbeitet, läuft das Ganze sehr stark jetzt Hand in Hand mit den Heimtrainern zusammen, um die Spielerinnen dort bestmöglich zu entwickeln. Okay. Wie oft oder wie häufig sehen Sie die Spielerinnen? Sind das Wochen, sind es Tage, sind es Monate? Das kommt ein ganz klein bisschen darauf an, auch in welcher Phase wir uns befinden. Jetzt momentan befinden wir uns sportwissenschaftlich, sagt man dazu, Vorbereitungsphase 1, Vorbereitungsperiode. Und ich sehe die Mädels momentan allerspätestens alle 2 Wochen. Was da noch dazu kommt, ist, dass man sich vielleicht mal persönlich trifft, wenn ich vielleicht mit einer Spielerin einen Plan besprechen möchte, was den Jahresplan 2014 betrifft. Mit einer anderen Spielerin fahre ich vielleicht zu einem Fitting-Termin. Dann sieht man sich also mal öfter. Telefonkontakt natürlich sehr regelmäßig und auch über WhatsApp. Haben wir also mehrere kleine Gruppen, wo wir uns immer gegenseitig austauschen. Und also der Kontakt ist schon sehr gut, sehr nah und persönlich sehen, alle 2 Wochen spätestens. Oh, ist ja echt intensiv. Mhm. Sie sprachen eben internationale Lehrgänge an. Wie ist denn eigentlich so der Austausch mit den anderen internationalen Trainern? Ist man da eher so auf Abschottung bedacht, will lieber nichts zeigen von den eigenen neuen Trainingsideen, die man hat, oder ist es einfach ein ganz normaler kollegialer Austausch? Ich kann jetzt erstmal natürlich nur für meinen Mädchenbereich sprechen. Vielleicht ist es bei den Herren etwas anders, aber bei uns im Mädchenbereich ist es sehr kollegial. Also ich habe ganz viele, also wirklich Freunde gewonnen auf internationaler Coach-Basis. Zum Beispiel mit dem italienischen Kollegen Roberto. Wir verstehen uns blendend.
Wir veranstalten beispielsweise auch gemeinsam Länderspiele, sodass wir sagen, wir bringen unsere besten 8 Mädels aus Deutschland gegen die besten 8 in Italien. Letztes Jahr haben wir das in Italien gemacht und haben uns dort also in einem Länderspiel, so ähnlich wie der Ryder Cup vom Format her, haben wir uns dann also auf die Saison vorbereitet, dass nochmal so die Drucksituation ein bisschen größer wird, bevor man in die deutschen Turniere startet, damit man einfach dieses Gefühl für Wettkampf, für Competition in sich hat. Und auch mit der schwedischen Kollegin Lisa verstehe ich mich sehr gut. Wir tauschen uns öfter aus. Wie sehen so die Programme in Schweden aus? Was machen die Italiener? Mit den spanischen Kollegen verstehe ich mich gut. Und ja, ich freue mich einfach auch immer, die Jungs und Mädels, die Coach-Kollegen zu sehen. Und da einfach. Wer gewinnt denn bei dem Länderspiel gegen Italien? Sind Sie da erfolgreicher als die Fußballer? Das letzte Mal waren wir sehr erfolgreich. Das letzte Mal haben wir die Italiener ganz gut in Schach gehalten. Ja. Ja, schön. Ja, soweit zum Thema Bundestrainer der Mädchen. Jetzt mal noch ein golferisches Thema. Ihren Lieblingsplatz, können Sie den benennen? Wir konnten in diesem Jahr keine Vorbereitungsreise machen für unsere Europameisterschaft. Die hat in Schweden stattgefunden. Der Grund war, dass zu der Zeit, wo wir eine Vorbereitungsreise machen konnten, vom Zeitpunkt im Jahr gesehen, lag dort noch Schnee. Deswegen musste ich alleine nach Schweden fahren und dort diesen Golfplatz umkrempeln und den Mädels dann so gut wie möglich sagen, was jetzt für die Vorbereitung für die Europameisterschaft wichtig ist. Und ich bin einfach noch 3 Tage länger in Schweden geblieben. Ich habe mir noch Stockholm angesehen, aber vor allen Dingen habe ich einen neuen Lieblingsgolfplatz außerhalb von Deutschland gefunden. Und das ist Brohof. Brohof Slot liegt in der Nähe von Stockholm. Witzigerweise auch einen meiner Lieblingsspieler direkt im Clubhaus getroffen, Alexander Norren. Und ein ganz toller Golfplatz, ganz toll gepflegt, vom Design her einmalig. Ich war fast alleine auf dem Golfplatz, die Sonne ging nachher so ganz langsam unter. Und das war ein ganz perfekter Golftag und ein ganz perfekter Golfplatz, auf den ich gern nochmal fahren würde. Okay, schön. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Angenommen, Sie sind eben der Captain der Ryder Cup Mannschaft und können Ihren Captain Pick abgeben. Wen würden Sie mir dazu nehmen? Puh. Gute Frage. Ich hatte früher als Kind immer ein ganz großes Idol. Er war jetzt kein Golfcoach oder Trainer oder Teacher, sondern er war Spieler. Das war Nick Faldo. Ich hatte damals alles von Mizuno, weil Nick Faldo auch alles von Mizuno hatte. Und ich hatte Nick Faldo, habe ich gemalt als Bild und zu Mizuno geschickt. Und also ich liebte Nick Faldo. Es war der absolut größte für mich. Als Kapitän im Ryder Cup war er jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber ich würde ihm unter meiner Leitung als Co-Kapitän nochmal eine zweite Chance geben, das ein bisschen besser zu machen, weil ich ihn einfach als Typ super finde. Und weil das beim letzten Ryder Cup so unglaublich gut funktioniert hat, würde ich Ola Sabal wieder mit ins Team nehmen und dort für den Spirit sorgen. Und ich denke, dass wenn ich die beiden an meiner Seite habe, dann kann nicht mehr viel passieren. Und als Spieler, wen würden Sie als Spieler unbedingt dabei haben wollen? Ich mag Luke Donald sehr gerne. Ich finde die Art und Weise, wie er spielt, wie er auch als Mensch sich präsentiert, finde ich ganz toll. Auf die Putt-Qualitäten unter Druck, da müssen wir natürlich auf Ian Poulter bauen. Das heißt, den müssen wir natürlich an der Seite haben. Sergio Garcia wäre ein fester Bestandteil und natürlich Martin Keimer, der ja auch momentan gerade in Südafrika ganz gut unterwegs ist. Und ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn natürlich Martin unser Team verstärken würde und Marcel Siem das Ganze natürlich noch komplettiert. Und Max Kiefer, wenn er weiterhin so viel Gas gibt, wie er momentan Gas gibt und weiterhin so eine tolle Saison hat, was mich unglaublich freut, weil ich ihn wirklich sehr gerne mag, dann machen wir das zu viert mit einer deutschen Mannschaft im Ryder Cup. Warum nicht? Deutschland gewinnt. Ja, vielen Dank, Herr Rühl, für das Gespräch. Ich wünsche noch einen angenehmen Nachmittag und schöne Tage dann bei der Saisonvorbereitung und eben dauerhaft viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Tschüss.